Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kennt ihr noch The Dress? Damals auf Twitter wurde es ziemlich gehypt. Also das Kleid mit den Farben, wo jeder unterschiedlich sieht. Ich finde das sehr interessant, weil das ändert schon ein wenig die Denkweise von uns, wenn man mal überlegt, dass jeder etwas anderes sieht. Jeder etwas anderes in etwas rein interpretiert. Und das sollte man immer zu bedenken geben. Ich meine, immerhin sehen Leute etwas anders, obwohl man denkt, dass sie es genau wie man selbst sieht. Schon komisch irgendwie, Leute, oder? Dasselbe gab es ja auch letztens mit derselben Farbnuance und den Flipflops. Und so ist es auch immer mit optischen Täuschungen. Man weiß dann nie, was der andere Person sieht. Und ja, ich finde so Gehirnzeug an sich, also ich denke, ihr wisst vielleicht, was ich meine, so von der Art her, sehr, sehr, sehr interessant. Letztens habe ich ja auch ein Video gebracht mit diesem, wie pervers denkst du? Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, ich habe das ja im Video nicht angesprochen, aber wenn ihr mehr so Zeug sehen wollt vielleicht, dann könnt ihr mir es gerne in die Kommentare schreiben. Ihr braucht jetzt nicht liken oder so. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd, weil momentan ist ja die Like-Geilheit auf YouTube ziemlich hoch. Ich habe ja auch beim letzten Video ein bisschen Likes gegammelt, aber ich will das nicht jedes Mal machen. Vielleicht mache ich nochmal eine Parodie davon. Mal schauen, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Nach dem neuen YouTube-System werden Likes und so höher gerankt. Deswegen machen auch alle Giveaways. Ich mache vielleicht auch zu Weihnachten noch ein Giveaway als nächstes Video oder so. Kann ich mir schon vorstellen, dass ich es ein oder zwei Tage dann vor Weihnachten auflöse. Aber ich verlose jetzt nicht eine Xbox oder so. So viel Geld habe ich jetzt nicht. Aber irgendwas Kleines für 10, 20 Euro kann ich vielleicht schon verlosen. Also Leute, wenn ihr mehr so optische Täuschungen alles sehen wollt, dann lasst wirklich mal einen Kommi da. Schreibt mir, was ihr dazu denkt oder bewertet einen Kommentar positiv, der eure Meinung vertritt. Das finde ich ja auch immer sehr, sehr, sehr geil, wenn ein Kommentar 25 Likes oder so hat, dann kann ich wirklich sagen, okay, viele sind dem seine Meinung und das ist perfekt. Also wenn ihr einen Kommentar seht, der gut und ausführlich ist und genau eure Meinung beschreibt, dann schreibt es nicht nochmal hin, sondern liked diesen Kommentar. Würde mich mega freuen. Und dann kann ich überlegen, was ich als nächstes Video bringen werde. Weil ich versuche, fast daily Videos zu machen. Vielleicht fällt euch das auf. Und irgendwann werde ich daran verrecken, weil es einfach so verdammt anstrengend ist. Aber ich probiere es weiterhin durchzuziehen. Und ja, das war's dann mit dem Video. Rechts kommt ihr zum letzten Video. Und links könnt ihr mich abonnieren. Würde mich mega freuen. Und dann lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ciao!